Liebe Zuhörer, können Sie sich noch erinnern an die ersten Wochen in der Corona-Krise? Es gab Lebensmittel, die wurden knapp. Leere Regale, wo sonst Toilettenpapier oder Spaghettipackungen lagen. Und Hefe. Sei es Trockenhefe oder frische Hefewürfel. Beides war nicht zu kriegen. Und wenn ich dann die Verkäuferin gefragt habe, dann hat sie mir oft gesagt, tut mir leid, leider schon lange ausverkauft. Um so etwas Ähnliches wie Hefe geht es im heutigen Evangelium, beim Gleichnis vom Sauerteig. Gleichnisse, das sind Bildergeschichten, Fabeln, Symbole, die Jesus gebraucht, um den Menschen zu erklären, worum es beim Reich Gottes geht. Reich Gottes, damals und heute ein schwieriger Begriff. Ich will mich trotzdem mal darauf einlassen. Hören wir noch mal kurz die Stelle mit dem Sauerteig. Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Was macht der Sauerteig, liebe Zuhörer? Was ist seine Aufgabe? Bei Wikipedia lesen wir, Sauerteig wird als Triebmittel zur Lockerung vom Backwerk zugefügt und macht Roggenteige überhaupt erst backfähig. Sauerteige verbessern Verdaulichkeit, Aroma, Geschmack, Haltbarkeit und Schnitt der Backwaren. Sauerteig ist notwendig, damit das Brot gelingt. Sauerteig macht das Mehl durch den Gärprozess zu einem Teig, der backbar wird. Bei der Zubereitung muss das Mehl mit dem Sauerteig gut zerknetet werden. Bevor das Brot gebacken wird, muss der Teig gehen. Bei einem Sauerteig dauert die Gehzeit zwischen 2 und 6 Stunden. Was hat das alles mit der Botschaft vom Reich Gottes zu tun? Zunächst einmal möchte ich mit einem Missverständnis aufräumen. Reich Gottes, das ist nicht die Zeit nach dem leiblichen Tod bei Gott, ein Ort, wo die Verstorbenen hinkommen. Nein, Reich Gottes hat jetzt schon angefangen. Das ist die Kernbotschaft Jesu. Reich Gottes beginnt mit kleinen Anfängen und wächst immer weiter. Das Gleichnis vom Senfkorn macht das deutlich. Wie ein kleines Pflänzchen beginnt das Reich Gottes zu wachsen. Und die Vision Jesu ist, dass das Reich Gottes so groß wird, dass dort alle Menschen Heimat finden können. Jesus bezeichnet es so, dass alle Menschen wie Vögel des Himmels im Baum nisten können, ein Baum, aus dem das Senfkorn erwachsen ist. Aber was ist das Reich Gottes konkret? Diese Frage stellen die Jünger des Johannes Jesus. Der sagt ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Reich Gottes, das bedeutet eine Zeit der Heilung für die Kranken, eine Zeit der Gerechtigkeit für die Machtlosen, eine Zeit des Wohlstandes für die Armen. Und eine Zeit des Friedens für die Völker. Reich Gottes, das ist eine Vision einer Welt, in dem alle Menschen satt werden und in Wohlstand, Gerechtigkeit und Frieden leben können. Liebe Zuhörer, unsere Welt sieht derzeit anders aus. Darum das Bild vom Sauerteig. In einer Welt voll Krieg, Ausbeutung und Ungerechtigkeiten sollen die Christen die Welt durchsäuern. Christen sollen in Kirche, Politik und Gesellschaft diese Welt verändern, so wie ein Sauerteig das Mehl verändert. Allerdings vertrauen Christen dabei nicht nur allein auf ihr Tun. Christen können sich nur hineinkneten lassen in diese Welt.
und wie beim Sauerteig wird das Mehl ganz langsam von allein verändert. Gase entstehen, die den Teig aufgehen lassen und locker machen. Für mich ein schönes Bild für den Geist Gottes. Wir Christen können uns in diese Welt einbringen, uns hineinkneten lassen in unsere Dörfer, Vereine und Gemeinschaften. Was dann am Ende passiert, ist nicht allein unser Tun. Gottes Geist lässt durch unsere Mithilfe den Teig wachsen. Gottes Geist verändert das Mehl nach und nach zu einem backbaren Teig. Und wie beim Sauerteig der Gärprozess mehrere Stunden dauert, so dauert das Wachsen des Reiches Gottes Jahrhunderte. Aber es gibt auch sichtbare Zeichen für das Wachsen des Reiches Gottes in unserer Welt. Zwei Beispiele habe ich Ihnen mal als Link unten bei den Anmerkungen zu diesem Video beigefügt. Zum einen den Fairtrade-Café der christlichen Initiative GEPA. Ein Aufbau von bäuerlichen Gewerkschaften führt dazu, dass sich das Leben der Kaffeebauern nachhaltig verbessert. Oder die Initiative World Bicycle Relief. Gespendete Fahrräder in Afrika sorgen dafür, dass vor allem Mädchen den langen Schulweg bewältigen können und die Chance auf eine qualifizierte Berufs- und Schulausbildung erhalten. Wie der Sauerteig den Teig schmackhaft macht, so werden diese Projekte unsere Welt nach und nach besser und lebenswerter machen. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, Sauerteig zu sein, sich einkneten lassen in diese Welt, in der Hoffnung, dass Gott Großes mit uns vorhat. Amen.